Muss man erstmal trennen. Ricarda Lang ist jetzt nicht zurückgetreten, weil sie dick ist. Nein, so, das habe ich auch nie gesagt. Und. Das neue Spiel. So, Echoes of Geckos, wie geil ist das denn? Ja, neues Lied von Herodes Armloch. Über das Zelda-Spiel, das neue. Ah, jetzt müssen wir das aber das hier Display nochmal drehen, damit wir uns auch angucken können. Ach stimmt, wir werden ja gefilmt heute. Wir sind ja jetzt nicht mehr mit diesem Imp hier am Machen, ja, da können wir auch mal wieder die Kamera draufhalten. Für alle Imp-Fans tut mir sehr leid. Ich bin zurück. Ja. Was soll ich sagen? Na, dieses Elend hier muss ja eingefangen werden. Tino hat wieder nicht die Haare gemacht. Siehst du, Alter, ich habe jetzt gar nicht aufgeschrieben, dass die da tot ist. Wir haben heute den viralen Hitler. Ich habe eine Tinder-Geschichte mehr oder weniger. Wir haben den Nekrolog, den Podcast-Nekrolog, also den Brennpunkt-Nekrolog. Mhm. Wir haben heulende Faschos. Wir haben viel, also einiges ist heute los. Mhm. Das war der beste Podcast aller Zeiten. Mindestens. Und wir haben ein Video wieder für die Leute, die das gerade wieder auf Spotify hören. Wir haben wieder ein Video. Muss ich hier direkt mal meine Briefe umdrehen, damit hier nichts zu sehen ist. Aha. Gibt es wieder welche Mahnungen, ja? Mhm. Ja. Schlimm. Naja, und dann habe ich ja auch noch Kuchen von meiner lieben Mitbewohnerin. Die hat mir nämlich Kuchen gebacken, weil ich 6 Wochen auf ihre Blümchen aufgepasst habe. Oh, das ist süß. Geil. Sehr, sehr geil. Das heißt... Nusskuchen, ich habe aber gefragt, ist leider nicht vegan. Macht nichts. Das heißt, du gegossen hast du die und gestreichelt und Musik gespielt. Ja, ich habe mich mit der Geige daneben gestellt und gemacht. Ach schön, das freut mich. Wie halt auch so Geige klingt, weil es ein Drecksinstrument ist. Oh, jetzt wird's kontrovers. Das ist Geige. Geige ist geil. Das sind diese guten Podcasts, glaube ich. Wenn Leute hier so reinschalten. Ja, besser als du das sagst, das ist doch nervig manchmal. Also, das sage ich bestimmten Leuten. Das weiß er, ja, das weiß er. Also, ich finde, du sagst, so ein Instrument, das brauchst du echt so in Dosen. Es ist halt so eine freie Natur draußen. Ja, in Dosen geil. Drin, in hermetisch versiegelten Dosen, wo kein Geräusch rauskommt. Da, bei einem atomaren Endlager so in der Nähe. Ja, aber ich meine echt, so du sagst, es ist geil, es macht Spaß so für 5 Minuten. Aber dann merkst du, wie die Gesichter alle zerfallen von den Leuten, wenn dann die Person nicht aufhört. Es ist schon ein Ding, muss man sagen. Dass du den armen Schotten hier antust gerade. Ja. Den sind wir auch noch Podcast schuldig. Das ist wie, ne? Wenn Ausländer sagen, die deutschen Bier ist irgendwie, also für 5 Minuten ist gut und dann lallst du nur noch. Also wenn Geflüchtete anfangen, Dudelsack zu spielen, dann bin ich AfD-Wähler. Okay. Bin die Einmarschierenden Dudelsäcken, dann bin ich raus. Also Schotten aufnehmen, nein danke. Jedes Volk, aber Schotten. Es gibt einen Song von AC/DC, It's a Long Way to the Top. Das ist geil. Roll. Das ist halt wirklich ein geiler Dudelsack. Aber das ist ja auch im Hintergrund irgendwie nicht so ganz so präsent und du kannst es auch leiser drehen. Wenn es dich nervt. Aber so diese In-Extremo-Bands und so oder Satatio Mortis, das ist mir zu viel, Dudelsack. Ich höre mal einen Song von denen oder vielleicht auch mal 2, aber ich kann es jetzt nicht so dauerhaft hören. Es gibt ja auch eine Band, die heißt Red Hot Chili Pipers. Ja. Das wäre jetzt nicht unbedingt mein Konzert. Wenn ja nur so 6 Menschen im Dudelsack stehen und Sachen spielen, 2 Stunden lang, nee. Tut mir leid, ist nicht meins. Denke ich lieber zu den Flippers. Na, dann gehen wir euch doch anderweitig auf den Sack, wenn nicht auf den Dudelsack. Und zwar, indem wir sagen, ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Wir sind... professionell. Thorsten und... Thorsten und Rosten. Ja. Wir verwursten heute die Woche, die passiert ist. Und es sind Dinge passiert in der Politik und in der Weltgeschichte. Uiuiui. Und im Internet, die drehen ja alle durch, weil Echoes of Geckos ist da. Ach, dieses Spiel. Wir haben es ja gerade hier, ich muss überlegen, den offiziellen Soundtrack von Herodes Armloch zu Echoes of Wisdom, dem neuen Nintendo-Spiel. Ich kenne nur Echo Fresh. Haben wir, Echoes of Freshos wäre dann seins und deins wäre dann Echoes of Faschos oder so, whatever. Würde ich spielen, ja. Das ist jetzt draußen und es ist scheinbar nicht so gut wie Astrobot, was vielleicht Spiel des Jahres wird. Nein, echt nicht? Nee. Krass, hätte ich nicht gedacht. Nein, Nintendo mit einem neuen Zelda, diesmal wirklich ein Zelda, weil man Zelda spielt und man kann Dinge kopieren und dann wieder Copy-Paste und so. Also quasi. Aber spielt nicht hier den Microsoft Link, Word das Spiel. Nee. Den Linken spielt man nicht, nee, der ist gerade sich an eine Straße kleben. Ist das nicht viel zu woke?
Naja. Dass jetzt mal wieder die Frau gespielt wird. Ich weiß nicht, das heißt irgendwie seit 30 Jahren Legend of Zelda. Und man sieht Zelda ja nie oder spielt sie zumindest nicht. Man sieht sie ja schon. Ich will hier die ganze Zeit essen, aber was mache ich, wenn du irgendwas erzählst? Das ist doch wie bei Mario, wo jetzt auch Peach ein Spiel bekommt. Oder gab es doch mal ein Spiel, wo Peach dann Mario rettet oder so. Oder war eine Planung, irgendwas war in der Richtung Viertelwissen. Das ist doch viel zu woke, brauchen wir doch nicht. Ja, wenigstens hat die pink Sachen an. Ja, das muss auch wie bleiben. Wie sich das gehört. Und Tomb Raider müsste auch so Tomb Raider umbenannt werden, weil ich finde... Tomboy Raider. Tomboy... Sollte ich mal die Haare abschneiden? Tomboy Raider, das wäre so ein queeres... Geil, finde ich gut. So ein queerer Shooter, wo man so Faschos abschießt. Ja, das Spiel hat Wertungen von der Presse bekommen. 86 ist es aktuell bei Metacritic und 88, alles Faschos, die Spielerbasis sagt das. Und Astrobot ist nach wie vor bei 94. Diese Zahlen bedeuten natürlich nichts. Ja? Nee. Und ich habe Astrobot nicht gespielt. Aber ich fände es schön, wenn so ein Sony Jump'n'Run mal Spiel des Jahres wird, weil ja das wirklich krass dominiert ist von Nintendo. Und Nintendo bekleckert sich aktuell nicht unbedingt mit Ruhm. Können wir nämlich gleich noch bleiben. Die haben Palworld verklagt. Und zwar Japan intern. Palworld kennst du? Hast du schon mitgekriegt? Das ist auch dieses Pokémon-ähnliche Lost Ark-Ding. Was am Anfang so ein, zwei Wochen sich Beliebtheit erfreut hat, weil die Leute so, ha, ich versklave die und ich kann die hier ans Fließband stellen und solche Geschichten. Ich habe selber nicht gespielt. Und die verklagen die eben nicht, wie man denken könnte, weil offensichtliche Designs geklaut wurden. Ist schon auffällig, ja. Wobei Pokémon halt vor zig Jahren auch Designs von Dragon Age geklaut hat. Also das ist... Ne, das sind Gerüchte. Das lebt ja auch ein bisschen davon. Das ist ja auch meine Philosophie, dass wie das Internet funktionieren sollte, dass man alles irgendwie, alles gehört jedem, aber man sollte natürlich die Quelle, wo man es her hat, ja, wenn ich jetzt einen Song verwende für ein Video, immer die Quelle den Originalartist und nicht sagen, es ist von mir. Das ist natürlich dann scheiße. Kann man streiten drüber, wie man das lösen kann, aber verstehe ich prinzipiell. So, aber Nintendo möchte sich Spieldesign quasi sichern. Also einzelne Elemente, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt für Zelda habe ich erfunden, dass man hier so Gegenstände aneinander kleben kann. Das ist jetzt unseres, das darf kein Spiel mehr machen, außer ihr kauft das von uns. Das wird der Untergang von Tetris, oder? Ja. Scheiße. Das stimmt. Oder basteln im Kindergarten, ja, ist ja auch vorbei. Und das finde ich halt nicht geil. Also so generell Ideen irgendwie patentieren, ist schon ein bisschen schwierig. Aber gerade so Spieldesign oder Spielelemente, ganz, ganz finster. Es wäre wahrscheinlich dann trotzdem auch nur Japan intern, dass dann die das nicht dürfen oder dass die Strafe zahlen müssen. Bringt ja auch nichts, ja. Wahrscheinlich wird das irgendwie außergerichtlich sich geeinigt, weil aktuell Sony auch Palworld sich ins Boot geholt hat. Die machen jetzt gemeinsame Sache und vielleicht werden da einfach mal irgendwie Summen ausgetauscht und dann so, komm, lass gut sein. Wir geben mal 4 Millionen, wir kriegen vielleicht 5 Millionen, sind mal wieder drin. Aber diese Idee, ne, das möchte ich ja nochmal vehement sagen, das ist Schmutz. Wir haben mal gelernt in der Schule, also ich habe ja so eine Medienfachhochschulreife gemacht sozusagen, dass bei Patenten es wichtig ist und bei so Sachen, die man einträgt, so rechtlich, dass die eine gewisse Kreativität voraussetzt. Man kann nicht einfach das Wort geil patentieren lassen. Und Geikel? Geikel ist vielleicht wieder kreativ genug. Das kann sein, dass es als Marke gilt. Aber jetzt einfach nur sagen, ey, wir haben jetzt irgendwie ein Spiel erfunden, wo Sachen zusammengeklebt werden. Da würde ich jetzt aus meiner juristischen Laie sagen, das ist zu wenig kreative Eigenleistung, um zu sagen, das dürfen jetzt andere Spiele nicht mehr machen. Immer dieselbe Laie mit dir. Ist so, ja. Ja. Aber ich bin nicht drin, ich kenne das Spiel nicht, keine Ahnung. Aber die werden sich schon irgendwie einigen. Okay, was hast du denn hier? Wer sich auch einigen konnte, das war die Schauspielerin Maggie Smith und der Tod. Denn die sind jetzt, jetzt übereingekommen über ein ewiges Verhältnis. Maggie Smith ist vielen bekannt geworden durch McGonagall aus Harry Potter, die herzensgute stellvertretende Schulleitung gespielt hat. Die ist gestorben und die war für mich immer eine tolle Schauspielerin. Ich kenne das anderen Film jetzt nicht unbedingt, aber die hat noch andere Sachen gemacht. Und ist mit... Will ich hoffen, mit 90 Jahren. Also fast 90, 89 geworden ist sie jetzt gestorben. Und jetzt sind quasi die ganzen Schauspielenden von Snape, von Dumbledore und von McGonagall halt tot. Endlich. Und Hagrid. Das heißt, so die sind gestorben schon, im Himmel wieder vereint.
Mist, ne? Wenn es jetzt irgendwie das große, die große Reunion-Special gäbe. Gab's schon. Nee, ich meine halt einen neuen Film, um diese Marke nochmal schon schön zu melken, sind die ganzen Leute leider tot. Also danke für euren Dienst, dass wir das nicht ertragen müssen. Aber ist gerade in Planung. Also viele Harry Potter-Fans wollen das nicht, aber offenbar plant HBO oder Warner Bros., weiß ich gar nicht. HBO ist der Sänger von Scooter, oder? Nee, es ist auch die Band hier, JBO. Ach so. Aus Erfurt, glaube ich. Ja. Die planen tatsächlich eine neue Serie zu machen über Harry Potter und das völlig neu zu verfilmen, die Bücher als Serie. So ja, gut, pro Buch eine Staffel quasi. Dann neue Schauspieler wahrscheinlich. Und komplett neue natürlich, also so wird es wahrscheinlich kommen. Das wollen viele Fans nicht, die wollen eher Verfilmungen haben von so Side-Stories, ne, von irgendwelchen Vorgeschichten, die es ja auch gibt, weil J.K. Rowling, die dumme Turf, die hat nämlich auf ihrer Pottermore-Seite auch noch mehr Geschichten geschrieben, so und das Universum zu vervielfältigen, hat über andere Schulen auf der Welt gesprochen, dass es auch in Europa eine gibt und in Afrika und so. Und die hätten ganz gerne darüber Filme und Serien. Ja, ich hätte gerne in der Harry Potter-Welt, da gibt es ja diese Eulen. Und ja. Ich hätte gerne meine Story über die Eulenzucht. Nee, die hatte genau die Eulenzucht, aber da gibt es dann halt einen Zauberer, der möchte einen Huhn haben. So, und dieses Huhn versucht dann genauso effizient und stark zu fliegen wie Moorhühner. Und das könnte man dann Potter-Moorhuhn nennen. Das ist gut, ja. Finde ich gut. Gute Geschichte. Wird J.K. Rowling bestimmt aufgreifen. Also klar ist Harry Potter jetzt nicht mehr so, dass, also viele distanzieren sich ja wegen J.K. Rowling, wegen ihrer transphoben Aussagen davon. Ich muss sagen, ich kaufe nichts mehr Offizielles von irgendwelchen Harry Potter-Merch oder so, würde auch nichts tragen, aber ich werde zu Weihnachten die Filme schauen, trotz allem, und kann die mit einer gewissen Reflexion und einem Abstand gucken. Und traure sehr um Maggie Smith, denn die war immer eine sehr liebe Schauspielerin und hat auch sehr lustige Interviews gegeben. Kann man nur in den Himmel loben, also wo sie jetzt ist. Ich wette, wenn die jetzt interviewt werden würde, wäre auch witzig. Ja, wäre viel Stille, glaube ich. Aber trotzdem ein bisschen. Sehr verschlossen. Wie ist das, wenn du das mit Abstand guckst? Setzt du dich dann einen Meter weiter weg vom Bildschirm? Oder so einen halben Meter, das ist weiter weg jetzt. Wir haben jetzt eine größere Wohnung, auch ein bisschen mehr Abstand zum Fernseher und so. Hast du da so Zonen eingerichtet in deinem Wohnzimmer, quasi so dieser Abstand? Also wenn Wrestling ist, sitzt du ganz vorne dran? Oder da bin ich quasi im Fernseher drin. Wenn die AfD gerade gebasht wird, aber wenn Harry Potter kommt, hast du so eine rote Zone weiter hinten an der Wand dann? Genau, da habe ich so eine Anti-Rogue-Zone quasi, wo ich mit viel Abstand das gucken kann. Und bei Nosferatu-Videos sitze ich mal auf dem Fernseher drauf, gucke auf die Couch. Ja, sehr gut. Ja. Das muss in Ordnung haben, ja. Maggie Smith ist nicht mehr. Hat nichts mit Will Smith zu tun. Was aber trotzdem noch ist, ist die PlayStation. Ich würde mal noch bei diesen Themen bleiben wollen, weil das gerade passt. Klar. Noch zu dem Nintendo-Ding. Es gab nämlich auch die State of Play mal wieder. Und da wurde einiges gezeigt bei der State of Play. Tetris 2. Nee, jetzt das ist ja auch recht. Nintendo. Wir sind hier bei Sony. Ach so. Aber es wurde tatsächlich ein zweiter Teil von einem Spiel gezeigt, und zwar von Ghost of Tsushima. Und das heißt, viele erwarten nicht Ghost of Tsushima 2. Sondern 3. Oder Ghost of Tsushima. Nein, heißt es nicht. Ghosts es heißt, auf. Nein, auch nicht. Und es heißt Ghost of Yotai. Die machen eine Anthology-Serie daraus, was ich ganz cool finde. Also die lassen komplett diese Story aus dem ersten Teil behind. Gehen jetzt, das ist so ein YouTube-Kanal, gehen jetzt 350 Jahre in die Zukunft. Für uns 400 Jahre in die Vergangenheit, also um 1600. Und du spielst eine andere Person. Eine Frau diesmal. Dieser woke Wahnsinn. Erst Tomb Raider. Weiß ich nicht. Oh, was machen sie als nächstes? Den Quader in Tetris schminken und ein Kleid anziehen? Nee, das ist, geht mir also alles zu weit. Ich finde es richtig gut, dass Nathan Drake jetzt einfach mal als Mann diese Tomb Raider abgelöst hat. Ist das so, ja? Naja, weiß ich nicht. Ja, der ist ja schon, also... Ja, Ghost of Yotai ist auf jeden Fall ein Spiel. Wie es sich rausstellt, ist der Berg, den man im Trailer sieht, nicht der Fuji, obwohl er sehr danach aussieht. Ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Ist der Brocken, oder? Also der Trailer, das ist der Brocken, ja. Ja. Ja, das ist übrigens, Brocken ist wahrscheinlich so einer der berühmtesten Berge in ganz Deutschland, denke ich mal. Und Alisa neulich zu mir, Alter, guck mal hier auf der Landkarte, hier heißt einfach ein Berg Brocken. Ja. Ja, fand ich schön. Es sah sehr schön aus. Also ich habe den ersten Teil immer noch nicht gespielt. Ja. Das ist interessant, weil das gerade so ein Plus-Minus parallel kommt mit Assassin's Creed Shadows. Das wurde nämlich jetzt vor kurzem delayed, weil... Also verspätet. Naja, also
Der Release-Termin wurde nach hinten verschoben. Okay. Das kommt jetzt erst im Februar 2025. Ja, besser, wenn sie es wieder so halbfertig raushauen. Dann kommen erstmal 1000 Updates. Richtig. Und so. Ja. Also der letzte Release von Ubisoft ist das ja dann in dem Fall, wurde halt ein bisschen durchgepeitscht und war hinter den Erwartungen zurück. Das war Star Wars Outlaws. Und deswegen wollen die das wahrscheinlich jetzt nochmal polieren, damit da nicht irgendwie 1000 Bugs und so drin sind. Das heißt, nächstes Jahr gibt es dann halt zwei solche Spiele, die mit asiatischen Frauen als Protagonist in Japan spielen. Mhm. Wobei Assassin's Creed Shadows hat ja noch die zweite Person, diese Schwarze, weswegen da so ein riesen Aufstand schon wieder noch gemacht Walker, wurde. Ja. Genau, und ich glaube, Ghost of Yotai könnte zumindest das hübschere Spiel sein, weil es wirklich, da leckst du dir die Finger, jeder Shot ist quasi ein Gemälde bei diesem Trailer. Ansonsten gibt es nicht so krass Nennenswertes für mich. Es wurde angekündigt, dass ein Remaster von Horizon Zero Dawn, was hier glaube ich auch irgendwo stehen müsste. Wird ja auch Zeit mal. Du sagst es nämlich, dieses Spiel, da ist es. Dieses Spiel ist irgendwie 7 Jahre alt vielleicht. Also es sieht halt auch einfach immer noch gut aus aus heutiger Sicht. Ist ja quasi in der Epoche der Brettspiele quasi schon. Wenn es 7 Jahre her ist. Zero Dawn. Wann kam dieses Spiel? Warum steht das hier nirgends? Ja, das ist auf jeden Fall aus dem Jahre 2017. Oh ja, und okay. Wir sind halt wirklich jetzt im Zeitalter, die wilden 20er sind das ist das Zeitalter von, wir machen ganz viele Filme nochmal neu, wir machen ganz viele Spiele nochmal neu und vielleicht machen wir irgendwie Sequels, Prequels zu alten Dingern, obwohl das keiner braucht und das nervt ein bisschen. Ich muss dazu sagen, es sieht natürlich sehr, sehr gut aus, was wir gezeigt haben, aber es ist wirklich 7 Jahre alte Spiele, musst du nicht nochmal remastern. Das ist echt ein bisschen komisch tatsächlich, ja. Also ich kenne das auch eher so von so 10, 20 Jahre alten Spielen und Filmen. Komisch, was da vielleicht für Gründe bestehen könnten. Geld! Meinst du? Glaube nee. Ich nicht. Geld spielt nie eine Rolle in der Spieleindustrie. Ja, Kleckerino auf meinem Dings. Naja gut, das... Was du wieder gemacht hast mit deinem Telefon, will ich gar nicht wissen, du. Ja. Als der Rote seinen Song veröffentlicht hat. Ja, das ist vor einem Monat gewesen. Aber ja, da habe ich auf jeden Fall richtig abgejisst. Wer auch abgejisst hat aus den Augen, ist Alex Jones. Wo ist er? Hier. Ach, sind wir jetzt in Amerika. Schön. Naja, also zumindest mache ich mal einen kurzen Exkurs dahin. Mhm. Denn Alex Jones ist ja ein Podcaster, der mit Verschwörungstheorien aufgefallen ist. Ja, endlich sagt's mir einer. So einer ist das, genau. Er hat unter anderem Sandy Hook den Amoklauf geleugnet, es den gar nicht gegeben hat und so. Und musste deswegen jetzt $1 Billion Strafe zahlen an die Eltern. Milliarde. Ach, Milliarde. Ja gut, Billion, ja, Milliarde, whatever. Ist er verdonnert worden und jetzt gab es wohl die letzte Ausgabe seines Podcasts, in dem er Wein zusammenbrach, weil er nämlich seine ganzen Sachen jetzt verkaufen muss und so und damit er diese Strafe zahlen muss und das war pures, waren Kinderschlecken eigentlich, dieses... Kinderschlecken wurde, glaube ich, bei Sandy Hook auch ordentlich gemacht, genau. Wenn da hinterher Katzen durchgelaufen sind, die... Egal. Es war ein Ponykonzert, ja. Mhm. Es war ein Ponykonzert. Und einfach schön, ihn so zu sehen. Und das freut mich. Ja, ich bin mir nicht richtig sicher, was das perfekte deutsche Wort dafür ist. Aber Infowars muss halt aufgelöst werden, glaube ich. Genau. Und ich glaube trotzdem, dass der weiter irgendwie... Also der wird nicht in Ruin getrieben in gewisser Weise, aber es ist halt eine Zivilklage und keine strafrechtliche, soweit ich weiß, und deswegen wird es für ihn nicht die krassen Konsequenzen geben. Er wird diese Milliarde natürlich nicht zahlen können, aber der wird, denke ich mal, in irgendeiner Form weitermachen können. Aber das sind ja Schulden, die du dein Leben lang quasi hast. Du hast immer bei dir stehen, diese Milliarde. Und immer wenn du krass Einnahmen hast, musst die abdrücken quasi, um das abzustottern. Das ist schon nicht ohne. Ja, ich traue dem zu, dass da auch getrickst wird, dass der weiterhin reich sein kann, auch wenn das da steht. Aber wir werden sehen, was da weiter passiert. Wo wir gerade in Amerika sind, ich wollte nämlich mal was ansprechen. Im Stream habe ich das, glaube ich, schon gemacht. Und das wird jetzt immer mehr. Und ich würde gerne über die Implication davon reden. Because of the Implication. Mhm. Ich bekomme nämlich ständig Werbung auf YouTube, wenn ich es an meinem Handy mal gucke, und auf Instagram, dass ich als Amerikaner mir doch mal meine Absentee Ballots bestellen soll, damit, also die nehmen mich wahr als amerikanischen Bürger, weil ich so viel US-Scheiß gucke und sagen mir, hey, du willst aus dem Ausland wählen, ist gar kein Problem, hier, mach doch mal.
So, das ist zum einen natürlich witzig, dass die Leute denken, ich bin Ami. Zum anderen ist es natürlich ein bisschen scary, weil mein Handy derart ausgelesen wird. Aber die wissen schon, dass du nicht da bist. Nee, eben, also die gehen davon aus, dass ich halt Ami bin, der nicht in Amiland wohnt. So. Aber die Implikation davon ist für mich, dass von irgendwoher muss das ja ausgehen. Und ich weiß nicht, ob das das Government an sich macht oder ob das eine unabhängige Institution macht, diese Werbung schalten. Aber für mich sagt das... Also ich weiß nicht, ob da Intent dahinter ist. Ich rede nur noch Englisch, tut mir leid. Kein Wunder, Robin, das ist schon in meiner Kamera. Ja, ob da Intent dahinter ist. Also wenn ich jetzt mal davon ausgehe, das macht die aktuelle Regierung, ja, die sponsert diese Werbung. Und die aktuelle Regierung will natürlich, dass die nächste Regierung auch Demokraten sind. So. Naja, das kann man unterstellen. Die wollen einfach nur, dass mehr Leute wählen. Also für mich, wenn ich da jetzt zwar Intent reinlesen würde, würde ich sagen, die wissen oder die gehen davon aus, wie ich auch davon ausgehe, dass in der Regel republikanisch-konservative Leute nicht ins Ausland ziehen, sondern eher demokratisch weltoffene Menschen. Und wenn die das so fördern, so extrem, ey, hier, mach doch mal Absentee Ballot, dass das eine Welle von mehr demokratischen Stimmen für die Präsidentschaftswahl mit sich bringt, aber die auch, und das kommt noch dazu, bei diesen ganzen Umfragen nie befragt werden, weil wenn die Telefonumfragen oder sowas machen, machen die es ja nicht im Ausland. Wahrscheinlich nicht, nee. Und das könnte sein, dass da noch so eine kleine versteckte Welle an ausländischen demokratischen Stimmen kommt. Naja, aber die Frage ist ja auch, ob das nicht schon immer so gelaufen ist. Weiß man nicht, ne? Ob es auch unter Trump vielleicht solche Werbesachen gab. Aber ich habe es unter Trump auf jeden Fall nicht mitbekommen und habe sehr viel genauso auch amerikanische Sachen konsumiert. Das ist erst dieses Jahr. Und ich krieg's wirklich aggressiv viel. Kann schon sein, dass sie jetzt den Fokus gelenkt haben auf, wir versuchen auch die amerikanischen Leute im Ausland irgendwie zum Wählen zu bewegen. Das kann schon sein, ja, weiß ich nicht, finde ich vielleicht gar nicht so schlecht, weil das ist ja erstmal prinzipiell vom Grundgesetz gedeckt, wahrscheinlich von den USA, von der Verfassung, dass sie einfach nur so viele Menschen wie möglich zur Wahlurne bewegen wollen. Ja. Das ist, also wir wissen ja auch durch die Wahlen in Deutschland und auch Thüringen, dass die Wahlbeteiligung nicht unbedingt dafür sorgt, dass Menschen weniger rechts wählen, ne, muss man auch dazu sagen. Ja. Aber trotzdem ist es ja gut, wenn so viele Menschen wie möglich ihre Stimme abgeben. Wahlbeteiligung an sich nicht, aber in den USA ist es auch anders als hier, denn dort ist, je jünger die Leute sind, desto weniger wählen die rechts. Bei uns ist es leider genau umgedreht, also zumindest war es jetzt hier im Osten bei den Wahlen so. Aber wo wir gerade mal hier die Brücke geschlagen haben nach Amerika, könnte ich doch mal einhaken, von diesen 8 Milliarden... die jetzt hier an Military Aid für die Ukraine zusammengeholt wurden. Vielleicht kann ich da ja direkt was abzwacken, weil ich ja jetzt hier auch Wahlwerbung schon wieder gemacht habe quasi. Frag mal an. 8 Milliarden ist so viel. Braucht das die Ukraine wirklich? Wahrscheinlich nicht. Komm, nachher holen die sich da noch irgendwie überteuertes Essen von oder so. Das geht gar nicht. Oder Zelensky kauft sich wieder irgendwie eine Villa oder so. Nee, das können wir nicht zulassen. Aber wenn wir schon einmal im wunderschönen Staat sind, dann gehen wir doch nochmal nach Florida, wo quasi auch GTA 6 spielen wird. Ja. Was ich ein bisschen schade finde, ich hoffe, die machen da trotzdem einen Berg rein, weil Florida ist absolutes Flachland. Und das irgendwie fehlt mir was, glaube ich, auf einer Map. Also Vice City zum Beispiel hat ja auch keine Berge. Und da fehlt einfach was. Ja, das stimmt schon, aber ich mochte diesen Vice City-Flair immer sehr. Also ja, diese 80er-Zeug und so und diese Snobs. Aber ich muss sagen, am allerbesten gefällt mir halt San Andreas, das Los Santos, aber da haben die jetzt so viele Jahre drauf rumgeritten, die letzten 30 Jahre. Die mussten mal wechseln nach Vice City. Naja gut, wir sind jetzt in Florida und Ron DeSantis bans Floridas Sex-Ed-Classes from mentioning Anatomy and Contraceptives, also Anatomie und Verhütungsmittel, dürfen jetzt nicht mehr bei der Sex-Education in den Schulen erwähnt werden. Alle Distrikte sind jetzt verpflichtet, Abstinenz zu predigen. Also weniger Sex zu haben. Genau, dass Sex halt was Schlechtes ist. Das Consent, das Konzept von Consent wird jetzt nicht mehr erklärt im Lehrplan, ist das nicht mehr drin. Super. Und jedwedes Bildermaterial von Geschlechtsteilen wird auch nicht mehr gezeigt. Ey, wie prüde kann man sein, ey, ohne Scheiß. Wahrscheinlich fickt der DeSantis hier jeden Abend seine ganzen Bitches, die er da hat und geht, weiß nicht, zu irgendwelchen Strichleuten und will jetzt irgendwelche Kindern verbieten oder Jugendlichen verbieten, um sie zu verhüten und will denen da auferlegen, dass sie ja christlich leben sollen. Da wird gerade
eine Generation herangezogen in Florida, wo Leute wieder die Klitoris nicht finden. Weißt du, das ist, weißt du, was das ja, für Unmut brütet? Na klar, und auch wer weniger Sex hat, ist ja, kann ja auch schnell frustriert werden vielleicht, ne? Und die wählen dann auch eher rechts wieder. Hm. Ganz schwierig, ganz schwierig. Ja. Das ist natürlich für mich als Mensch, der auch in der sexuellen Bildung gearbeitet hat, in der Sexszene Jahre, aktiv ist. Das auch, das mache ich privat, aber auch beruflich, ist es halt riesige Enttäuschung. Aber ich höre es auch hier in Deutschland, dass sehr viele Eltern und auch Lehrkräfte so Vorbehalte haben darüber, dass mit Jugendlichen über Sex gesprochen wird. Aber ey, als ihr 14, 15 wart, habt ihr auch nur an Sex gedacht in der Pubertät und so und wolltet irgendwie Sex haben und experimentieren. Die wollen, dass die dann mit 13 lospimpern, weil die halt keine Ahnung haben und Verhütungsmittel nicht kennen. Genau, das ist das und Problem. Und dann das Kind nicht abtreiben dürfen, was dann entsteht. Und sobald das Kind auf der Welt ist, wird das dann auch in den Arsch getreten. Mir fällt gerade ein, wir filmen die ganze Zeit auf 4K. So viel Speicher habe ich auf dem PC nicht mehr. Ich muss das mal kurz switchen. Okay, dann Cut. Nee, mach ruhig weiter. Nee, kein Cut. Es ist ja auch so, dass in vielen rechtsregierten Ländern ja auch dann die Prävention von HIV und anderen sexuell übertragbaren Infektionen eingestellt wurde oder gekürzt wurde, dann sind auch die Zahlen wieder gestiegen. Also ich glaube, dass diese Agenda zu nichts Gutem führt. Doch. Doch. Bumsen schlecht. Aber die ist nicht aus jetzt, oder? Nee, ja, doch kurz aus, aber irgendwas passiert. Ach so, liebe Leute, ihr könnt uns gerade nur hören. Das heißt, jetzt haben wir ganz kurz Gleichheit zwischen Spotify-Leuten und YouTube-Menschen. Ja. Wir sind doch alle eins. Und ich kann es nachvollziehen in gewissen Punkten, denn ich weiß auch, dass es Vereine gibt, die machen sexuelle Bildung im Grundschulalter. Und da geht es natürlich nicht um irgendwie Analverkehr und um Dildos, darum geht es überhaupt nicht. Aber die haben halt manchmal so Plüschtiere mit, die halt wie eine Klitoris aussehen, wie ein Penis aussehen. Mhm. Um den Kindern das mal nachzubringen, dass es einfach normale Körperteile sind und dass sie sich das schon mal angucken können und so. Und es ist aber nicht sexuell aufgeladen, es ist einfach nur Körperkunde, Anatomie. Mhm. Da kenne ich auch Eltern, die haben ihre Kinder bewusst, als sie das erfahren haben, ihre Kinder rausgenommen aus dem Projekttag quasi. Sowas mache ich nicht. Ich habe immer angefangen ab 7., 8. Klasse mit meiner sexuellen Bildung. Aber ich weiß, dass es auch solche Sachen für GrundschülerInnen gibt und das mögen nicht alle Lehrkräfte und nicht alle Eltern. Aber ich glaube, das ist einfach viel Vorbehalte. Ich finde es einfach schön, dass das Traumatische ist für die Kinder. Weißt du, wenn die mal irgendwie ein Plüschtier sehen oder was weiß ich, ein Bild. Das sind ja nicht mal echte Bilder, die du auf Wikipedia auch siehst, sondern eher so Grafiken oder halt so Comic darstellen. Nee, ich meine, so, wenn so Schulbüchern so Geschlechtszeile doch, sind. Doch, das gibt's auch, durchaus, doch. Ja, aber in der Regel, also. Also wir hatten bei uns damals echt nackte Menschen in den Lehrbüchern. Ja, ist ja auch okay. Wie dem auch sei, aber wenn wir gerade von Sandy Hook gesprochen haben, was halt nichts bewegt hat, was irgendwie Waffenlobby oder so angeht, natürlich, wo irgendwie nicht Dutzende Kinder einfach erschossen wurden, das war so, ja, ne, gehört zum Leben, um J.D. Vance mal zu zitieren. Da haben die auch noch da extra diese Buttons von den Waffen getragen, die benutzt worden sind und so. Ich finde das ganz, ganz schlimm, um solidarisch zu sein für die Waffengemeinschaft, aber zeigen keine Solidarität für die Kinder, die da gestorben sind. Es ist eine riesige Shitshow, Alter. Ich raff das nicht. Wie kann man so brüde sein in allen Belangen? Lieber statt mit dem Penis in die 13-Jährige reinzuspritzen, lieber mit dem AR-15 in die 13-Jährige einschießen. Ich glaube, das waren Sandy Hooks, waren glaube ich sogar ganz, ich glaube, die waren so 7-, 8-Jährige. Kann das waren, glaube ich, ja, so Grundschüler, Alter. Mhm. Naja. Richtig sad. Also das ist die haben so einen kaputten Wertekompass, die Leute dort. Ich raff das nicht. Ich bin da echt sprachlos. Ich weiß nicht. Sei mal nicht sprachlos, wir nehmen Podcast auf. Ich weiß auch nicht, wie du da ansetzen willst, weißt du, bei solchen Leuten. Naja, an die Schulter halten. Ach so. Hm. Und dann so zielen. Fahrtkreuz, Kimme und Korn immer nach vorne. Dann Dissentes suchen und dann verfehlen. Hallo? Dann verfehlen. Ach so. Daneben schießen, damit er mal den Schuss gehört hat, weißt du? Hm. Guck mal, hat der Mann den Schuss gehört? Der hat uns hier ein Meme-Template gedelivert. Netanyahu. Netanyahu ist hier gerade in Amerika. Chef. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Das ist ein richtig gutes Meme-Template, obwohl ich es nicht verstehe. Da steht The Curse und The Blessing. Ja, er hat so zwei Schilder, hält er hoch. Und The Blessing ist irgendwie Ägypten, Sudan und Saudi-Arabien. Aber auch mit so einem roten Pfeil, wie bei YouTube genau. Thumbnails, aber mit so Austausch quasi. Und der Curse ist Syrien, Irak, Iran. Mhm. So.
Eigentlich sind die Bilder egal, es ist halt ein geiles Meme-Template, ne? Ja, aber warum? Also. Ja. Ach so, gut, dass du einfach Bilder ersetzt mit The Curse. Zum Beispiel hast du jetzt hier, weiß nicht, Böse Onkels, machst jetzt der das Blessing ist, dass wir jetzt filmen. Mhm. Der Curse ist, dass die Leute die jetzt nicht nur hören, sondern auch sehen, wie ich esse. Das ist doch gut. Guck. Meme erklärt quasi. Ja. Naja, der ist halt jetzt gerade da und der hat auch von New York aus irgendwie einen Angriff auf Beirut oder sowas. Gedings, erzähl du. Ja, ich hab's auch auf dem Weg hin quasi, auf einen inzwischen kurzen Weg zu dir, habe ich das noch gelesen, dass Israel nämlich einen Angriff gemacht hat, über Nacht auf Beirut. Ja. Und sie haben damit. Das hat er von New York aus per Telefon genehmigt. Das habe ich jetzt nicht rausgefunden. Das steht da nicht, aber es gibt ein Bild davon, wie er das auf US-Säule. Und es soll laut. Ich krieg das Wort nicht hin. Warte, wie sagt man? Absegnet oder Befehl gibt, aber da gibt es ein besseres Wort. Egal. Gesteuert, keine Ahnung. Jedenfalls haben ja die Hisbollah, also die gegnerische Seite von Israel, kann man sagen, haben halt ihre Angriffe fortgesetzt auf Israel und so, Leute beschossen und so weiter, Raketen geschickt nach Zentral-Israel. Gemein. Was gemein ist. Und deswegen hat jetzt, also das ist ein ganz prinziges Thema immer, hat jetzt jedenfalls die israelische Armee zurückgeschossen und haben den Hisbollah-Chef mit dem Namen Nasrallah dabei getötet. Und das ist ein Wow. Also das wirklich. Das ist doch dieser, in der Berliner Rap-Szene gibt es da nicht diesen über alles drüber stehende, ich weiß nicht mal, wie der heißt. Der heißt Arafat oder so. Ach so, Arafat, ja. Egal. Die sind Geschwister wahrscheinlich, wer weiß. Ja, jedenfalls ist er gestorben bei diesem Angriff und es wurden wohl auch Wohngebiete tatsächlich auch mit beschossen, was alles nicht so geil ist. Menschen sind gerade auf der Flucht dort. Also, dass Israel Wohngebiete beschießt, das halte ich für ein Gerücht. Das halten viele für ein Gerücht. Mhm. Es ist alles scheiße, Leute. Beide Seiten schießen auf unschuldige Menschen. Es ist beides scheiße und jetzt haben sie den Hisbollah-Chef getötet. Klar war der auch ein Wichser so, aber das wird jetzt wieder zu einer nächsten Eskalation wahrscheinlich überleiten und ich befürchte, ich glaube, das mit den Pagern hat schon genug eskaliert. Ich glaube, das macht jetzt auch keinen Unterschied. Haben wir das besprochen? Wir haben das besprochen. Das fand ich schon irgendwie. Gibt es jetzt auch Zahlen, über 1500 Leute haben entweder irgendwie Hände oder Augenlicht teilweise verloren durch diese Explosion, was halt absurd hohe Zahl ist. Das ist schon ein krasser Weg gewesen, Anschlag zu verüben, dass Pager auf in einer selben Sekunde irgendwie tausende Menschen da quasi niedermetzeln. Und was wir nicht hatten letzte Woche, weil es glaube ich noch nicht rauskam, dass der Botschafter des Irans auch so einen Pager hatte, was explodiert ist. Oh, schwierig. Unangenehm, ne? Ja. Wenn das auf diese Art rauskommt, dass du da irgendwie mit drin hängst. Schwierig. Es ist schwierig, Leute. Aber das hätte ich auch nicht für möglich gehalten. Also ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn wir sagen, dass wir das einfach alles scheiße finden, dass wir nicht sagen, juhu Israel und nicht sagen, juhu Palästina und so, sondern dass wir einfach hier sitzen und sagen, ey, hier werden Menschen beschossen, es fliegen Raketen, es sterben irgendwelche Menschen, einfach nicht geil. Das sagen wir. Ja, es gibt immer. Das sagst du, also dieses, so ganz both Seiten will ich dieses Ding dann doch nicht, weil wenn man mal die zivilen Opfer gegenüberstellt, ist das schon, das spricht eine deutliche Sprache, aber wie ich auch bereits vor dem Podcast schon gesagt habe, vielleicht konzentrieren wir uns einfach auf diesen Meme-Lord Netanyahu, damit wir nicht Gefahr laufen, dann wieder des Antisemitus bezichtigt zu werden. Nee, es geht aber darum, dass man Israel, also dass man den Staat in Frage stellt, sondern dass man einfach nur die Regierung kritisiert, was ja okay sein sollte. Und klar gibt es da kein Gleichgewicht irgendwie, aber mir fällt schwer, irgendwie was auf irgendwelche Wagen zu legen von beiden Seiten, weil beides ist Kriegsberichterstattung. Es gibt von beiden Seiten aus Fake News. Wir wissen nicht, was da so genau läuft. Man kann nur ein grobes Bild zeichnen anhand von dem, was berichtet wird. Deswegen kann ich halt nicht sagen, eindeutig ist die eine Seite besser als die andere. Man weiß es nicht genau. Man weiß es einfach nicht. Man muss gar nicht sagen, dass eine Seite besser ist als die andere. Aber ich weiß nicht, ob das im Letzten nicht das, was jetzt hier nicht mehr aktuell genug ist. Ich glaube, das ist vor 8 Tagen passiert. Aber also, wenn man sich einfach mal wirklich die Bilder anguckt von der letzten Schule, die umgebaut wurde zu einem Lazarett, die bombardiert wurde und du dann wirklich einfach ungefiltert diese ganzen zerstückelten Kinderleichen dir anguckst, dann denkst du dir schon, vielleicht geht das ein kleines bisschen zu weit. Geht's ja auch, keine Frage.
ist es alles scheiße. Aber das hatte jetzt alles auch gar scheiße. Nicht so viel mit Hisbalabala zu tun. Hisbalabala. Das ist ja schon wieder, die teilen ja in jede Richtung aus. Also, genau. Wenn wir jetzt schlecht über Netanyahu reden, vielleicht kriegen wir demnächst hier Post von dem und kriegen Pager oder so. Ach nee, brauche ich nicht, danke. Ein neues Handy vielleicht. Nee, eigentlich nicht. Brauche ich gar nicht. Haben wir noch ein Thema, was zum Thema Nahost gehört? Was explosiv ist? Explosiv, einiges. Ja. Also ich finde, den besten Artikel diese Woche habe ich gelesen von dem Postillon. Und zwar, Sarah Wagenknecht meldet Lanz-Studio als Zweitwohnsitz an. Ist ja auch so, die ist ja ständig dort, ey. Ja, finde ich sehr, sehr gut. Wollen wir in die Politik gehen, in die deutsche Politik? Vielleicht ein bisschen. Also eins hatte mich wirklich kurz gekriegt. Da hat nämlich der Postillon geschrieben, Lindner, was weiß ich, der findet gut, dass die Grünspitze zurücktritt. Bei dieser Wahlniederlage ist das der logische Schritt. Ja, okay. So. Ja, und ja. Ich dachte so, okay, halt dein Maul. Oh, warte mal, ja. Ja, die 1% FDP, ne? Ja, ja, man kennt es. Also es ist einiges passiert, in Thüringen zumindest. Denn wir hatten ja Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen und auch in Brandenburg. Nee. Ja, in allen drei Bundesstaaten, Bundesländern hat die AfD abgeräumt. Sie wurde Brandenburg. Hat SPD gewonnen. Ja, aber ich wollte gerade sagen, in Thüringen wurde die AfD stärkste Kraft. In Sachsen und Brandenburg zweitstärkste Kraft. In Sachsen war es CDU, die gewonnen hat. Und die Rentner haben es gemacht wieder, ne? Die alten Leutchen, genau. Was auch wieder zu Verschwörungstheorien geführt hat bei den AfD-Fans, ne? Nämlich, dass die ganzen Leute im Altenheim ja auch zu den Wahlurnen gefahren werden und dass da vielleicht manche Pflegekräfte mal so ein Kreuz gemacht haben könnten. Aber ich, Robin, ich habe mal ein Praktikum gemacht im Altenheim als Sozialdienstler und es war auch zu einer Wahl zufällig und wir haben wirklich die alten Leutchen zum Wählen gebracht. Es war aber im Nachbargebäude, also wir mussten einfach nur hinschieben mit den Rollatoren. Aber wir haben konsequent, das haben alle unsere Kolleginnen gemacht, wir haben nicht geschaut, was sie ankreuzen. Ja, das haben sie selbst auch gemacht. Nicht legal. Ja. Also bitte. Ja, aber es wurde ja oft vorgeworfen. Ich kann sagen, aus meiner anekdotischen Evidenz heraus, ne, bei uns war das echt so, uns war wichtig, dass die Leute wählen gehen, aber wir gucken nicht, was sie wählen. Und da kann es passieren, das hat mir dann auch eine ältere Dame erzählt, was sie gewählt hat, nämlich Grüne und AfD. Wo ich gemerkt habe, okay, nicht alle Menschen vielleicht, die so alt sind und wählen gehen, treffen klug. Irgendwie eine bewusste Entscheidung, aber sie nutzen ihre Stimme, die sie einfach rechtlich gesehen haben. Okay. Ja, aber die alten Leute... Und das, wolltet ihr die Welt einfach brennen sehen oder wie kommt es zu so einer Wahl? Achso, na, die Frau war, glaube ich, nicht mehr 100% bei Sinn. So, aber ja. Das ist ja nicht bei allen so. Kann man, glaube ich, safe sagen. Das war nicht bei allen so. Das gibt ja gar keinen Sinn. Und ich wollte gerade noch irgendwas dazu sagen, was ich gerade vergessen habe. Das tut mir leid, da habe ich dir das jetzt reingegrätscht. Das macht nichts. Was wollten wir eigentlich sagen? Landtagswahl, genau. Jedenfalls ist es ja so, dass jetzt die Landtagspräsidentschaft geklärt werden musste. Bisher war es Tradition, ich hebe hervor, Tradition im Thüringer Landtag, dass die stärkste Fraktion, das war in den letzten Jahren oft die Linke oder die CDU, durften den Landtagspräsidentschaftskandidaten quasi vorschlagen. Ne? Und er konnte dann, aber musste nicht gewählt werden von Parlament. Und das war in den letzten Jahren Frau Pommer, die ist ja nett, von der Linkspartei. Die habe ich persönlich kennengelernt. Aha, ein Bias. Und jetzt war es halt so, dass die Grünen vor einem halben Jahr schon kommen sehen haben, dass bei den Landtagswahlen, wo die AfD die stärkste Kraft werden wird, dann können die den Landtagspräsidenten vorschlagen und die Kandidatin vorschlagen dafür. Lass mal die Geschäftsordnung ändern. Mhm. CDU so, nee, grüner Bullshit, mach mal nicht mit. Quatsch. Halbes Jahr später, die Wahlen sind passiert, die erste Sitzung des Landtags wurde einberufen, was macht die CDU mit der BSW zusammen, den deckungsgleichen Antrag von den Grünen einzubringen, damit die AfD nicht das Vorschlagsrecht hat, das einzige für diesen Kandidaten. Mhm. Also wurden die Grünen quasi einfach nur das Prinzip übergangen, was immer sehr, sehr smart ist. Und jetzt gab es halt die erste Sitzung am Donnerstag und es sollte eben passieren, dass dieser Geschäftsordnungspunkt geändert wird, dass man nämlich den Kandidaten aus der Mitte des Parlaments quasi vorschlagen, also alle Parteien dürfen quasi jemanden vorschlagen, nicht nur die AfD. Und das hat die AfD aber verhindern wollen, denn die haben aktuell den Vorsitz im Ältestenrat, weil die
ältesten beiden Menschen im Parlament sind von der AfD. Das heißt, der erste Älteste durfte die erste Sitzung leiten. Und hat, obwohl er das Befugnis dazu gar nicht hat, diesen Abstimmungspunkt verhindert, dass die Geschäftsordnung geändert wird, hat Ordnungsrufe ausgeteilt, die er gar nicht ausgeben darf eigentlich. Das macht nur ein Landtagspräsident und nicht der Ältestenratsvorsitzende. Also überhaupt keine Ahnung von seinem Amt gehabt. Und sie mussten halt die Sitzung 5-mal unterbrechen, ehe sie irgendwann gesagt haben, okay, es kriegt der AfD-Typ kriegt es nicht hin, die Sitzung zu leiten. Er verhindert aktiv die Redebeiträge von den Leuten. Er hat auch die Mikrofone ausstellen lassen, was er auch nicht darf, von den Fraktionsvorsitzenden. Und hat eben diesen Geschäftsordnungspunkt nicht akzeptiert, was er aber auch eigentlich muss. Deswegen haben die abgebrochen. Am Donnerstag haben gesagt, ey, wir rufen morgen das Verfassungsgericht an und klären den Punkt, ob das so rechtens war. Und surprise, surprise, es war nicht rechtens. Der AfD, man muss diesen Geschäftsordnungspunkt einbringen und Abstimmung bringen vor der Wahl des Präsidenten. Und deswegen gab es einen neuen Termin heute am Samstag, vor euch gestern. Und diesmal musste er sich dran halten, der AfD-Typ, und zack, wurde gewählt. Und die AfD hat Wiebke Musal ins Rennen geschickt, eine verurteilte Straftäterin und Betrügerin, die Steuergelder veruntreut hat, und Thaddäus irgendwas, Tentakel von der CDU, wurde quasi aufgestellt, und alle Fraktionen haben sich auf Thaddäus geeinigt, der ist es jetzt geworden, und wir haben jetzt einen CDU-Landtagspräsidenten. Das ist passiert, kurz gefasst. Schön. Sehr kurz gefasst. Und gibt es da jetzt Sanktionen, wenn das Gericht sagt, hey, oder ist es nur so ein auf die Finger hauen? Ich glaube nicht. Es lief so nicht richtig und die Sitzung war jetzt eh nicht gültig, es ist eh nichts passiert. Jetzt wurde die Sitzung quasi ordnungsgemäß geleitet aufgrund des Verfassungsgerichtes. Ein großer Kindergarten, aber das ist ja, alles das faschistische Playbook. Du legst die Regierung lahm und inszenierst dich dann als der Retter des Chaos. Ja. Was der AfD aber nicht gelungen ist, weil sie konnte es ja nicht retten, weil sie Unrecht bekommen haben. Ja, weiß ich nicht. Also in deren Bubble wird das wieder anders gedreht. Natürlich wird das alles anders gedreht. Also Höcke könnte im Plenarsaal ein Schaf vergewaltigen und einen Hitlerbart tragen. Die würden das Das wäre dann der Skandal mit dem Hitlerbart. Ja. Okay. Die würden das frame als, er ist doch einfach ein Tierfreund, weißt du, und das darf man nicht verurteilen. Das machen die der Türkei auch. So. Bitte? Würden die sagen, ne? So. Ja, aber daraus hat sich ja, also nicht daraus, aber insgesamt so in der politischen Landschaft Deutschland hat ja sich ein Ruck begeben. Da ist nämlich was passiert. Die grüne Spitze hat keinen Bock mehr und die grüne Jugend, Vorstand, glaube ich, komplett zurückgetreten. Auch nicht, ne? Wie gesagt, in diesen deutschen Themen bin ich nur so halb drin. Und ich sage es, wie es ist. Ich könnte das jetzt richtig bewusst provokant formulieren, aber ich lasse es vielleicht mal, aber ich finde es sehr gut, dass da eine Ricarda Lang nicht mehr ist. Aber warum, frage ich dich? Weil die dick ist. Ach so, ja. Stimmt, ohne Frau. Das wollte ich jetzt. Das ist, es tut mir leid, jetzt muss ich es doch mal, aber ich meine es ernst und kann es auch begründen. Mir persönlich, ja, ist das weitestgehend egal. Also in meiner Partnerwahl wäre es mir vielleicht nicht egal. Keine Ahnung, da bin ich vielleicht schon ein bisschen voreingenommen. Aber mir ist es völlig egal, wie Politiker aussehen. Ja? Aber ich weiß einfach, da hört der Spaß auf. Ich weiß, wie die Menschen ticken. Zum einen, dass sie halt ein bisschen voluminöser ist. Zum anderen, dass sie auch auf eine gewisse Art und Weise, zum Beispiel wie der Drachenlord, redet. Ja. Das sind alles Faktoren. Ja. Die kannst du, und das tut mir sehr leid für sie, aber du kannst nicht du kannst nicht sagen, dass das die Leute nicht beeinflusst. So. Und ich weiß auch, dass das, ne, man muss irgendwie Repräsentation und so, und das ist alles wichtig, aber wenn die Gefahr ist, dass irgendwie das Land in Ruin getrieben wird, dass der Faschismus aufmarschiert, dass die Klimakrise am Horizont ist, da gibt's einfach ein bisschen wichtigere Sachen, außer, ja, wir müssen halt jetzt hier die Baerbock nehmen statt den Habeck, weil das ist halt eine Frau. Wir müssen halt jetzt hier die, lass doch mal, die macht doch das gut. Auch, ich weiß, ist ja Quatsch, weil die dick, und das finden Leute blöd, aber. Das ist falsch, weil die Grünen setzen ja ihre Vorstandsposten als Doppelspitze und paritätisch. Ja, ja, das ist doch aber, was bei den Leuten ankommt. Und ich weiß, dass es dumm ist. Ich weiß, dass es endlos dumm ist. Ja. Aber du musst diese Leute von ihrem scheiß AfD-Rattenfänger-Gelumbe wegbekommen. Und guck dir an, wie beliebt unter anderem diese zwei Statement-Videos von Habeck waren bei diesen Groß-Events und so.
auch wenn Habeck genug auch selber Feuer bekommt. Aber unterm Strich ist der so viel beliebter als zum Beispiel sie, als eine Baerbock. Ja, aber die trennen doch meistens Fraktionschef und Minister. Es ist, was Posten. Bei den Leuten ankommt. Das ist das Wichtige. Ja, aber es ist doch dumm. Und Ronny aus Sachsen, der sieht eine Baerbock, der sieht eine Ricarda Lang und sagt, ja, und der sieht einen Habeck und sagt, naja, wir haben schon ein gutes Video gemacht. Da bin ich fest von überzeugt und ich weiß, dass es dumm ist, Tino. Das ist doch genau der Punkt, dass man doch den Rechten nicht immer recht geben soll, nur weil die bei Ronny und Oma Gerda ankommen, dass die unfähig sind, weil die dick sind. Ja, und man muss denen zeigen. Da gehen wir ein bisschen auseinander. Wir spielen hier nicht für Höcke irgendwas, sondern für Ronny, der desinformiert ist, der irgendwie in einer Bubble lebt, ja. Ja. Da finde ich, diesen Ronny kann man da rausholen. Ich trage übrigens dazu bei, dass ich den einfach Ronny nenne, ja. Ronny und Kevin. Da trage ich zu bei, um den da irgendwie weiter reinzudrücken. Aber also, das wurde ja auch nicht jetzt deswegen gemacht. Ich sage nur, dass das für mich ein netter Beigeschmack ist. Das muss man erstmal trennen. Ricarda Lang ist jetzt nicht zurückgetreten, weil sie dick ist. Nein, so, das habe ich auch nie gesagt. Und auch nicht wegen der Hasskommentare, sondern einfach, weil die Grünen nicht gut abgeschnitten haben. Ja. Und es ist konsequent in der Politik zu sagen, ey, ja, wenn die Partei nicht gut gelaufen ist, und dann lässt man neue Leute hoch. Würdest du behaupten, dass bei diesem nicht gut abgeschnitten zu einem Prozentsatz auch ihr Aussehen eine Rolle spielt? Auch wenn es komplett scheiße und dumm ist. Na klar, spielt das eine Rolle, so. Aber das sollte niemals dazu führen, dass Sachen geändert werden. Wenn du die Wahl hast. Nee, es ist einfach so, man sollte solchen niederen Instinkt. Ich kann das nicht tausendfach wiederholen, ja, aber ich möchte das vehement sagen, dass das natürlich dumm ist, ja, und auch, es keine Rolle spielen sollte. Und man darf doch niederen Argumentationsschemen kein Recht geben, weil der Ronny sich denkt, ich will halt eine Person haben, die schlank und schön ist, sondern man muss doch sagen, man muss konsequent sein und sagen, ey, Ricarda Lang hat einfach was auf dem Kasten, wenn sie das hat. Ich kann es jetzt auch nicht argumentieren, aber wurde ja gewählt. Du hast deine Ideale. Du hast deine Ideale und das ist löblich. Ja. Aber das ist nicht, was in der realen Welt passiert. Es gibt eine 55-Jährige, die nicht so aussieht, Sarah Wagenknecht, die garantiert so beliebt ist, weil sie für ihr Alter extrem gut aussieht. Selbiges bei einer Weidel. Die ist auch so beliebt, weil die unter anderem gut aussieht. Das ist einfach Realität. Fakt. Und es ist dumm, dass es so ist, aber es ist halt ein Fakt. Und das kannst du mit ganz viel Idealismus nicht wegdiskutieren. Helmut Kohl, dass ich das hier angekündigt habe mit auf provokante Art. Ja, aber Helmut Kohl, Merkel, das waren jetzt auch nicht die schönsten Menschen. Richtig. So, ne? Man ist jetzt mal so in schönes Ideal. Ich sage nur, dass das begünstigt. Und Merkel war ja auch nicht beliebt. So, naja, also, fraktionsübergreifend schon. Also politisch beliebter, aufs die, ja, einigen. Aber ja, es war jetzt nicht so, ne? Wie oft sieht man irgendwie Fotos von, ach guck mal, das hier ist übrigens die 40-jährige Premierministerin von Neuseeland, guck mal, was das für eine Smokeshow ist. Ja, solche Sachen ändern sich doch nicht, wenn man den nachgibt, wenn man sagt, ja klar, stellen wir jetzt ab, damit Ronny sich ja runterholen kann. Richtig, richtig, und das ist aber, was ich gesagt habe mit meiner Begründung von, wenn am Horizont Klimakrise ist, aufschreibender Faschismus und so, dann gibt es einfach wichtigere Sachen. Nee, du gibst dem Faschismus recht mit solchen, wenn du nachgibst. Nee. Ich gebe nicht Faschismus recht, wenn ich sage, Wagenknecht ist ein Stück beliebter, weil die gut aussieht. Nee, aber es ist ein Faktor. Das ist doch wie jetzt die SPD und die Grünen und so, die jetzt auch wieder mehr auf dieses Migrationsthema aufspringen und mehr abschieben wollen, weil die AfD so groß ist. Aber konsequent jetzt, ja, wenn du Rückhalt hast, wenn du Rückgrat hast und sagst, ey, die AfD ist einfach scheiße, wir brauchen nicht mehr abschieben. Aber das haben wir die letzten 10 Jahre gemacht. Und die AfD ist immer größer geworden. Ja, aber aus ganz verschiedenen Faktoren, aber nicht, weil Ricarda Lang dick ist. Also wirklich. Ich hasse es, das so aussprechen zu müssen, aber das ist doch der einzige Punkt, den sie gegen sie aufbringen. Und ich finde, da muss man woanders ansetzen. Also ich bin, wie gesagt, in der deutschen Politik nicht so deep drin, aber jedes Mal, wenn ich in irgendeiner Talkshow sehe und so, weiß ich nicht. Und es ist für mich ein unterschwelliger Faktor, dass sie halt so redet wie der Drachenlord, Alter. Und das merke ich selbst bei mir. Ich weiß das dann zu distanzieren, aber ich merke, dass mein Gehirn damit was macht. Aber es bleiben halt die Grünen, die haben... Es sind viele Sachen, die ich jetzt auch nicht so richtig geil finde. Aber die haben halt diesen Hate auch nicht verdient und auch verlangen diesen Hate nicht verdient. Es ist komplett dumm. Aber und ich bin ganz fest der Meinung, dass man, wenn man Ideale hat, nämlich dass es in der Politik um Inhalte geht, dass das im Vordergrund stehen sollte. Und man nur dann zurücktritt, egal was die Waage sagt, sondern dass man halt einfach zurücktritt, weil die Wahlergebnisse scheiße sind. Ja, die ist doch auch nicht zurückgetreten. Nochmal, die ist ja nicht zurückgetreten, weil sie dick ist oder weil Leute das gesagt haben. Ja, ja. Ich habe gesagt, dass das ein netter Beigeschmack für mich ist. Finde ich gar nicht. Weil ich jetzt weiß, scheißegal, dass dieses Argument in ganz großen Gänsefüßchen von diesen ganzen Ronnies einfach weg ist. Solange Katalan das aushält,
diesen Hate abzubekommen, der einfach dumm ist, ja, hat sie das Recht, soll auch dabei bleiben, Vorsitzende zu sein. Da sie sich jetzt und ihr anderer Partner, da ich weiß gar nicht, wie der heißt, ja, sich das dazu entschlossen haben, zurückzutreten, das ist völlig okay, aber ich finde, für mich hat es keinen guten Beigeschmack. Ich finde es noch schlimmer fast, dass es, als man... Warum? Du hast doch gerade eben selber gesagt, wenn jemand, der unbeliebt ist, zurücktritt, ist das logische Konsequenz und was Gutes. Nein, ich würde sagen, ich finde es eher... Es hat einen faden Beigeschmack, dass Leute das als guten Beigeschmack verstehen, dass sie zurücktritt und empfinden, gut, dass jetzt die weg ist, weil es kommt vielleicht eine Frau, die schöner aussieht, dran. Ja, also das, so habe ich das jetzt auch nicht gesagt. Ich würde jetzt auch nicht ja, sagen, also auch das kommt bei Habeck so an. Dass der Habeck irgendwie der most handsome guy ever ist oder eine so. Eine Zeit lang schon, der war mal einer der sexiesten Politiker. Okay, gut, da siehst du ja noch ein Argument. Nein, aber ich habe doch nur gesagt, dass das so ein... ich habe doch nur gesagt... Bewusst provokant, aber im Prinzip, es ist halt so. Wie gesagt, es ist scheiße, dass es so ist, aber ich finde, in einer so brisanten Zeit, wie wir sie jetzt haben, ist das halt nicht so relevant, wie die Klimakrise steht vor der Tür, es Kriege überall und Faschismus marschiert auf. Da ist das einfach relevanter. Und da müsste man das fucking A-Team, da müsste man die Politik-Avengers, da müsste man die ganzen Pistoriuses und so, die müssten zusammen eine Partei gründen, diese ganzen beliebten Leute, und dann sagen, wir sind die wirkliche Alternative, was weiß ich. Und wie gesagt, das hat die letzten 10 Jahre nicht funktioniert. Die AfD wird immer größer. Frage ich mich übrigens auch, wo ist die Grenze? Also ich glaube nicht, dass 50% von Deutschland die irgendwann wählen würde. Da bin ich... hoffentlich nicht zu naiv, aber bei Trump zum Beispiel ist ja diese Grenze irgendwo bei zwischen 35 und 40, die wirklich die hard auf jeden Fall, und kann ich mir schon vorstellen, dass 40% erreichbar ist für die AfD. Wie dem auch sei, es hat nicht funktioniert die letzten Jahre, und da denke ich mir doch, wenn man da jetzt ein bisschen was ändert, wie zum Beispiel die Themen aufgreifen, ja, die AfD nun mal anführt als einzige Themen, dann haben die ja wirklich nur noch dieses, wir stehen trotzig hier in der Ecke und sagen immer nein. Und das da ist auf Dauer nicht haltbar. Ich glaube, wenn man der AfD Recht gibt, indem man ihre Themen aufgreift... Man gibt nicht der AfD Recht, man nimmt sich der Sorgen von den Bürgern an, die AfD wählen. Das schließt sich ja nicht aus, aber ich glaube, dass man, wenn die SPD anfängt oder auch die Grünen anfangen, das Migrationsthema auch aufzublasen und zu sagen, wir müssen jetzt wieder mehr abschieben und müssen die Migration steuern, dann fühlen sich die Leute auch eher bestätigt in dem Thema und wählen aber das Original, weil die wissen, die AfD hat das zuerst aufgebracht und deswegen wählen wir die erst recht. Wenn sogar jetzt die CDU und die Grünen sagen, dass das so ist, dann wird ja die AfD wohl recht haben. Das ist der Punkt. Also da, ich würde mitgehen, dass die Hardcore-AfD-Fans, dass die sagen, aha, ja, aber es gibt ja ganz viele Leute, die halt immer noch Protestwahlen angehen und die halt so on the fence sind, naja, komm, ich will mal diesmal AfD, vielleicht ändert sich was. Die switchen doch zurück, wenn die ihre Themen bei anderen plötzlich aufsehen. Die kriegst du, glaube ich, nicht zurück, wenn du die Themen annimmst. Ich glaube, du musst einfach gegen Fake News vorgehen, weil dieses Migrationsthema... Ja, das sowieso, das steht überall. Weil dieses Migrationsthema kommt ja durch Fake News erstmal, wird es erstmal relevant, weil ja ständig... klar gibt es Straftaten von Ausländern, natürlich gibt es das, aber... Es werden ja ständig Vergewaltigungen erfunden, es werden Geschichten erfunden von irgendwelchen katzenessenden Ausländern und so weiter. Das ist auch das große Problem. Du musst deine Politik gut begründen können, du musst sagen, ey, ja, natürlich haben wir jetzt gerade viel Migration und viele Probleme, aber die können wir lösen und klären. Und die AfD hat eben nicht recht, wenn die behaupten, dass da wieder eine Vergewaltigung war. Da musst du zurückkommen, dass du Fakten einfach wieder seriös machst. Dass Fakten eben keine linksradikale Erfindungen sind, sondern Fakten sind Fakten. Fakten sind Fakten, ja. Ah ja, noch ein paar mehr Themen, die ich noch aufbringen wollte, außer das. Trotzdem, also auch wenn viel gefaked wird, es gibt ja reale Messerangriffe und die Leute haben reale Angst davor. Ja. Und das in irgendeiner Form aufzugreifen, finde ich, ist nicht negativ. Nö. Das Gegenteil ist, das irgendwie totzuschweigen, das ist halt nicht fruchtend. Nee, ist nicht, natürlich nicht. Die SPD und die CDU hatten ja schon immer auch Migrationsthemen gehabt, aber es ziehen die eben ganz straff an. Und Olaf Scholz sagt im Spiegel, wir müssen konsequent abschieben. Obwohl das schon passiert, das wird ja abgeschoben. So, und es ist sogar wirklich so, dass die Polizei Leute abschiebt, die vielleicht gar nicht die richtigen sind, einfach um die Quoten zu erfüllen. Das ist auch eine Realität. Ja, das ist auch Quatsch. Dass dann Menschen abgeschoben werden, Leuten die aus hier, der Ausbildung raus, genau, die nichts gemacht haben, oder die nur schon, ihr Bier getrunken. Die schon fest arbeiten, die irgendwie Krankenhäuser entlasten, die werden abgeschoben, weil sie Leute nicht bekommen haben, die sich versteckt haben zum Beispiel, ne, einfach um die Quote zu erfüllen. Darüber muss man doch mal sprechen. Aha, wie bei Frauenquote. Das auch, nein, das ist was anderes. Nee. Das ist was anderes. Das ist was anderes. Aber wir haben noch was versprochen, den Iran Hitler haben wir versprochen. Ja! Würde ich ganz gerne anbringen. Und zwar, das habe ich schon öfter gelesen, aber es ist... Wann haben wir eigentlich angefangen? Ich vergesse es. Ich glaube, 44. Aha.
Nämlich gibt es gerade eine aktuelle Meldung, dass für Orwell gibt es jetzt diese Rubrik. Genau, das ist auf TikTok, gehen nämlich Hitlerreden gerade wieder sehr viral, die von AIs, von KIs übersetzt werden in verschiedene Sprachen. Und dass es gerade sehr troublend ist, dass die jungen Leute Hitlerreden teilen und die auch akzeptieren und gut finden. Das ist also der buchstäbliche virale Hitler. Der virale Hitler, genau der Woche. Und dass das antisemitische Ressentiments dadurch wieder verstärkt werden, was wohl auch ein bisschen den Nahostkonflikt mit anknüpfen kann. Dass es auch damit eine Rolle spielt, dass eben auch tatsächlich Menschen auch muslimischen Glaubens, also eher so die radikal-muslimischen, auch solche Reden auch teilen. Das ist gerade ein Problem. Das ist nicht nett. Das ist ein Problem. Meine richtig relevante Frage ist, redet ihr dann auch so in den anderen Sprachen? Oh, Französisch wäre das witzig zu hören. Wäre witzig, aber irgendwie auch nicht. Ja, ich bin intrigued. Wo gibt's diese Videos? Auf TikTok. Auf welchen Seiten? Das weiß ich nicht genau. Es gibt so viele davon. Auf TikTok? Ich kenne nur eine. Ich kenne nur die von, verrate ich jetzt nicht. Das ist der Viral Hitler der Woche. Und ich habe noch eine Tinder-Geschichte versprochen, eine kleine. Ja. Aber nichts Konkretes, denn es ist so, dass ich seit Monaten schwanger laufe mit der Idee. Warte. Ach so. Jetzt war ich kurz vor. Ich bin nicht schwanger, keine Angst. Ich verhüte. Tinder Plus auszuprobieren. Ich meine, ich bin eine Person. Ich habe meine Matches und Likes und Dates und so. Es ist nicht unbedingt, als ich mir Tinder Plus geholt habe, um irgendwie mehr jetzt zu daten. Jetzt haben sie dich. Oh, Tino. Das ist nicht so schlimm, aber... Als nächstes holst du noch Netflix Prime Abo. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Weiß ich auch nicht. Aber ich saß letztens am Frühstückstisch allein und dachte mir irgendwie, ich will erst mal sehen, was das ist, was passiert, wenn du Tinder Plus hast. Weil ich mit einem guten Freund darüber gesprochen habe, ob sich das lohnt. Und ich meine, ich habe keine Ahnung. Ich habe das nie gemacht. Ich weiß nur von einem Freund, dass es sich nicht lohnt, der das mal gemacht hat. Und am nächsten Tag war Sieht der aus wie Habeck oder aus wie Ricarda Lang? Eine Mischung aus beiden, glaube ich. Und ich kann das ja mal aufmachen, die App. Und zwar ist es so, dass du sehen kannst, wer dich geliked hat. Und ich hatte immer so 990 plus Likes. Und aber weniger Matches bekommen, als es üblich war. Und wollte mal gucken, wer mich eigentlich so liked. Auf jeden Fall hast du einen Vorteil. Du siehst halt alle, die dich geliked haben. Mhm. Das sind alles solche Leute hier, auch nette Menschen und so, aber viele irgendwie aus. Und normalerweise kriegst du das erst mit, wenn du zurücklikest oder so, ne? Genau. Und ich kann sagen, dass zwei Drittel von den Leuten, die mich geliked haben, die wurden mir nie vorgeschlagen. Okay. Das ist halt ein Riesending. Das heißt, Tinder lockt dich damit, dass du sehen kannst, wer dich geliked hat, weil du jemanden matchen könntest, der dir aber nicht vorgeschlagen wird. Mhm. Das heißt, jeden Menschen, den kenne ich zum Beispiel hier persönlich, jeden, den du jetzt likest, ich mache mal aus Spaß jetzt hier den Dingsbums, wenn ich jetzt den like, weiß ich, es ist ein Match, weil er mich ja schon vorher geliked hat. Ja. Das ist ein großes Vorteil. Und der da war gerade nur im Tanga unterwegs, oder was? Hier unten der? Ist das auf Tinder so ein Ding? Auch, genau. Ach so, nee, nicht ganz. Ja, der Mensch. Genau. Und jedenfalls hast du unbegrenzt Likes. Also kannst du quasi jeden liken, den du möchtest. Das ist ganz cool. Und du hast noch den Vorteil, dass du 3 Super-Likes bekommst. Aber die sind jetzt Swag, weil wenn du Super-Likes bekommst, weißt du, die Person hat Tinder Plus. Und ist vielleicht ein bisschen... Hä? Gibt's nicht noch... Also zu meiner Zeit gab es ein Super-Like. Pro Woche. Gibt's aber nicht mehr, schon lange nicht mehr. Ach so. Es gibt sie gar nicht mehr, nur für Plus-Leute. Das heißt, wenn du jetzt welche bekommst, ich bekomme die ab und zu mal, weißt du, die Person hat Tinder Plus. Das kann auch für viele ein Abturner sein, dass die Person sie extra Plus geholt hat, weil sie ja sonst keine Likes bekommt. Was Quatsch ist, ich will sie nicht verurteilen. Und du kannst auch... Ja, jetzt, wo du es hast, willst du nicht verurteilt werden. Und wenn ich gesagt, Danilo zum Beispiel hier, ne, ist ein Hottie, ich mach den jetzt weg. Ups, der war eigentlich hübsch, kann ich den zurücknehmen und kann ihn wieder zurückholen. Alter, doch liken. Das geht erst mit Plus. Das geht mit Plus. Und sonst kann ich halt unbegrenzt liken, bis hier da steht, niemand ist mehr da für dich. So. Alles durchgespielt. Das sind so ungefähr... Und du hast noch einen Boost irgendwie, dass du ganz vorne angezeigt wirst für eine halbe Stunde. Das sind die Vorteile. Jetzt kommen die Nachteile. Ich hab's jetzt seit 3-4 Tagen und... Ich bekomme keine Likes mehr jetzt. Mhm. Seitdem ich das habe, ist es auffällig, kommen keine neuen Likes dazu. Ich habe einige jetzt weggemacht, du kannst die auch dann wegnehmen, dass du noch weniger hier 61 Likes, 60 Likes, du kannst die alle wegmachen. Ich habe schon einige aussortiert. Und jetzt, seitdem ich Plus habe, kommen keine Likes mehr dazu. Mhm. Das heißt, ich kann nicht mehr jetzt sehen, wer mich neu liked, weil ich nicht mehr vorgeschlagen werde wahrscheinlich, weil die mich als Kunden behalten wollen, glaube ich. Die wollen, dass ich... noch eine Woche verlängere Tinder Plus und es kostet 12 Euro die Woche. Die Woche? Ich habe es für 6 Euro
bekommen wegen Testmonat. 12 Woche. Euro die Woche, Alter, genau. Holy shit. Testwoche ist 6 Euro, die habe ich aktiviert. Und es kommen jetzt seit 4 Tagen keine Likes mehr dazu. Schweine. Das heißt, liebe Leute, Tinder Plus ist echt, also ich finde es scheiße, lohnt sich nicht. Liked lieber so und die Matches kommen auch so zustande. Und die euch geliked haben, die wollt ihr wahrscheinlich eh nicht zurückliken. Und es sind auch zu einem Drittel, würde ich sagen, Menschen, die halt diesen Reisemodus aktiviert haben. Ups. Die nicht hier in der Nähe wohnen oder was? Du kannst nämlich einen Reisemodus aktivieren, wo du, ich habe zwar eingestellt bei mir, 30 Kilometer Entfernung will ich Leute sehen, aber hier beständig welche aus 9000 Kilometer Entfernung, die auch Plus haben, denn du kannst mit Plus auch deinen Ort wechseln. Du kannst dann irgendwie in Helsinki matchen und liken, okay, zum Beispiel. Das ist meine Tinder-Nachricht der Woche. Tinder Plus, liebe Leute. Ja, ihr seht auf einmal alle, die euch geliked haben, aber für mich, ich spreche aus meiner Erfahrung, es waren da vielleicht 2 dabei, die ich gut fand, die ich geliked hätte, wenn ich sie gesehen hätte. Die wurden mir nie vorgeschlagen, aber der Rest sind Leute, die ihr gar nicht matchen wollt. Ich wette, du hast dein Profil jetzt kaputt gespielt. Du musst ja ein neues Profil erstellen. Ich werde es auch kündigen. Ja, du kündigst es jetzt und dann wollen sie ja erst recht, dass du wiederkommst. Wahrscheinlich, genau. Da wird jetzt gar nichts mehr passieren. Ja. Ich sag's dir. Und dass sie den Superlike kaputt gemacht haben. Denn da, so habe ich damals Mimi kennengelernt, weil wir uns gegenseitig gesuperliked haben. Siehst du? Mhm. Gegenseitig sogar. Gegenseitig. Ach, krass. Mhm. Mein Ex-Freund hat mich auch gesuperliked. Damals. Und du aber nicht. Du hast gesagt, verpiss dich, links swipen. Du bekommst doch noch eine Benachrichtigung von wegen, du hast ein super Like bekommen. Dann wird dir ja angezeigt mit dem blauen Sternchen. Ja. Danach musst du ja einfach nur normal liken. Du kannst jemanden doppelseitig super liken. Das geht gar nicht. Klar. Oder damals ging das auf jeden Fall. Glaube ich nicht. Also ich habe den vergeben und es gab auch eine Benachrichtigung, dass ich den bekommen habe. Das machst du mir jetzt nicht kaputt. Okay, viel Romantik nicht zerstören. Naja gut, weil ich habe hier jetzt noch im Schnelldurchlauf vielleicht ein paar Sachen, aber dann sind wir mit der Zeit durch. Diddy's Anwalt, er ist bereit, die Elite zu entlarven. Ja, bin ich mal gespannt. Jetzt wurde P. Diddy verhaftet, weiß nicht, ob ihr das im Podcast habt, ich habe es noch nicht gehört. Und mir wurde gesagt, er traut sich nicht mal was zu essen im Gefängnis, aus Angst vergiftet zu werden, dass er den Epstein-Effekt abbekommt, nicht, dass er nämlich vergiftet oder getötet wird in Haft, weil er hat nämlich einige Menschen mit reingezogen oder war ein Teil seines komischen Systems auf diesen ekelhaften Partys. Er hat schon einige Drogen reingezogen, glaube ich. Justin Bieber war auch einer seiner Opfer und so, musste schon mit sehr jungen Jahren auf seine Party gehen und da irgendwelche Frauen wohl auch flachlegen und so, gerüchteweise. Ganz, ganz schwierig. Und war auch noch Rihanna mit dabei, die er wohl auch irgendwie schlecht behandelt haben soll. Also das wird richtig platzen und auch Usher ist da mit drin, hat sich wohl auch jetzt irgendwie, oder nicht geäußert, aber der ist gerade sehr ruhig und Stimmen sagen auch P. Diddy ist da jetzt und Jay-Z, das heißt diese ganze R&B-Community ist gerade am Auffliegen, nachdem die YouTube Deutschland quasi 1,50 Riege, da 2,50 Riege jetzt aufgeflogen ist und alle wie die Fliegen weggegangen sind, wird jetzt auch die amerikanische R&B-Szene quasi wegsterben, karrieretechnisch. Die haben zufällig alle dunkle Hautfarbe, Tino. Sag ich ja. Ist da ein gewisser Rassismus? Nö, das ist einfach nur ein Fakt, dass diese R&B-Artists gerade. Die kennen sich untereinander alle, willst du sagen? Ja, ihr. Im Schnelldurchlauf. Argentinien hat ja diesen geilen, wie heißt er? Milei, dieser Kettensägen-Psychopath da. Ja, da geht's richtig unter gerade, ne? In Argentinien. Genau. Poverty Rate, also die Armutsrate ist jetzt bei 53% in den ersten 6 Monaten, seit er in der Macht ist. Sehr witzig. Während letzte Woche Facebook gesagt hat, wir lassen russische Medien jetzt hier nicht mehr rauf, sagt das TikTok diese Woche. Mhm. Also Russia Today und Sputnik zum Beispiel. Was positiv ist, die Sahara ist teilweise ein bisschen ergrünt durch die ganzen Regen da. Ist grün zu grün. Immerhin. Ja. Dann, ich hoffe, da bist du ein bisschen drin, aber ist auch nur Schnelldurchlauf. Emmanuel Macron hat ja jetzt erstens, also vor ein paar Wochen diesen geilen Schachzug gemacht mit haha, wir wählen die Rechten nicht. Mhm. Also dieses, die zweite und dritte Parteien endorsen sich jedes Mal selber gegenseitig, die jeweils bessere und dadurch wurden die Rechten nicht gewählt. Jetzt hat er aber doch eine Regierung gegründet mit den Rechten, mit dem rechten Flügel. Bist du scheinbar nicht drin? Nee, okay, mit Front National oder was? Mit? Ich glaube. Also nicht die ganz rechtsextrem, glaube ich, sondern okay. Schon rechts. Also nicht Le Pen, sondern die anderen. Ich glaube, ja. Okay. Frag mich nicht, ich habe gehofft, du weißt das. Viertelwissen, keine Ahnung. Ja,
Das hat man gesagt. 8 Milliarden an die Ukraine. Ach ja, und weil du Ohio angesprochen hast, die Leute, die essen Hunde, ne? Und Katzen, da gibt es genau. Zwei Nachrichten. Zum einen verklagen die Trump und J.D. Vance wegen bewusster Falschinformationen immer wieder. Hat ja auch J.D. Vance zugegeben selber, dass es erfunden war. Ne? Sie ist so ein bisschen rausgerutscht. Er hat gesagt, and if we have to make up stories oder so. Dann muss es machen, genau. Ja. Genau. Und gleichzeitig sind ganz, ganz viele Leute, die vor Ort wohnen, in diese Restaurants von den haitischen Leuten gestürmt und haben da so richtig Solidarität, richtig Geld gelassen. Schön. Ja. Ich habe noch, stellt euch laufen klein, und zwar ist ein AfD-Politiker aufgeflogen, wie er sich mit Perücke in ein BSW-Treffen eingeschmuggelt hat. Witzig. Und dass man das, während das ZDF da ja, ich habe das angeguckt, die ersten 10 Minuten, dann hatte ich keinen Bock mehr, aber ich habe das nicht gecheckt, das war halt auch so Second Screen, das hat so fake, also so komisch gewirkt. Aber ja, die Sensation in diesem ZDF, hat ihn verraten. Die Sensation in diesem ZDF-Beitrag war doch Sarah Wagenknecht mal mit offenem Haar zu sehen. Echt? Ganz am Anfang, sieht man, wie sie sich die Haare macht. Schau ich mir an. Das war sehr witzig. Und dann waren die Rechten, man muss den Rechten ja echt eins lassen, die können Ohrwürmer schaffen. Mhm. Erst haben sie ja dieses Gigi Agostino-Ding gemacht hier. Wie ging das doch mal? Ausländer raus. Das war schon ein Ohrwurm. Das schneide ich an den Anfang. Mach das. Das war ein Ohrwurm, muss man echt leider sagen. Und sie haben jetzt auch von Die Ärzte einen Song umgedichtet, nämlich Das geht ab mit Hey, ja. Das geht ab, wir schieben sie alle ab. Und da haben die Ärzte darauf reagiert, die den Song geschrieben haben, mit dem sympathischen Text: Die einzigen, die unseren Song umdichten dürfen, sind die Hertha BSC Ostkurve und SpongeBob. Fand ich super. Und das waren schon die schnellen News. Ich fand das tatsächlich schlimmer als das Gigi D'Agostino-Ding, weil die schreien halt, wir schieben euch alle ab. Ja. Und das ist ein bisschen proaktiver, Herr Rodes, als einfach zu sagen, Ausländer raus. Genau, so. Ja. Und deswegen schwierig. Sie spielen mit offenen Karten, die Faschos. Was gehen wir denn in der Woche? Ich finde, es hat eine hohe Zahl verdient. Ja, letzte Woche war eine 8. Ich finde diese Woche ein bisschen schwächer. Aber ich hätte aber auch eine 8 gesagt. Nee. Ey, Alex Jones heult. Ja. Maggie Smith ist tot. Ganz ehrlich, also da muss ich jetzt noch mal kurz was sagen. Das ist natürlich ganz schön, dass die McGonagall gespielt hat. Aber niemand in den letzten 10 Jahren hat irgendwie geguckt, was macht die eigentlich. Weil die gerade alt war. Ja, und? Keiner hat sich gesagt, oh, diese Maggie Smith, die McGonagall, die mag ich so sehr, ich guck mal, was die sonst noch für Filme macht. Niemand. Und jetzt ist die tot und es ändert sich nichts. Doch, dass sie jetzt tot ist. Weißt du, wenn wenigstens irgendwie so ein, als Jerry Stiller gestorben ist, der war halt wenigstens noch aktiv in seinem hohen Alter. Ja? Was du mitbekommen hast, die hat auch noch Theater gespielt, wahrscheinlich. Ja, weil die mir egal ist. Jedenfalls, PDs Party-Bubble platzt. Ja, aber das war auch schon letzte Woche. Dann ist hier der Nasrallah ist zerbombt worden. Dass einiges passiert. Dann die Landtagsschutzshow. Ja, da hast du mich. Mit den Grünen und so, dass sie die Spitze sich und der Vorstand da von Jungen und so, das noch am ehesten. Also ich muss sagen. Aber ich würde trotzdem ein bisschen tiefer gehen. 7,5, komm. 7,6. 7,6, okay. Okay. Aber es darf nicht so hoch sein wie letzte Woche, wirklich, weil das mit den Pagern und so ist halt einfach so eine fucking James Bond-Action. Ja, das stimmt schon. Und wobei das PDD-Ding ist halt auch letzte Woche eigentlich mehr. Ach so, na gut. Deswegen, weißt du? Ja, jetzt kamen doch mal viele neue Sachen raus, wie das ja irgendwie nicht ist und so, und dass noch andere involviert sind. Wow, Bulimie, PDD, gib mir die neuesten News. Ja, ja. Hast du einen Song für die Playlist, Robin? Ja, ich möchte nochmal Karikari reinballern, weil es zum vierten so Mal jetzt, zum dritten Mal? Ja, ist mir scheißegal. Okay. Kenn ich nicht. Around the Band. Das ist so ein geiles, ruhiges Mellow, also das ist wirklich das perfekte Lied, wenn du auf einer Luftmatratze auf einem See im Sommer liegst und dich einfach treiben lässt und dieses Lied dabei hörst. Ist schon drin. Around the Band? Ist schon drin. Halt's Maul, dann nimm Mexiko. Mexico. M-E, nein, also auch Karikari. Ja, ja. M-E-C-H müsste es sein. Da ist es doch schon. Mexico. Habe ich Around the Band reingemacht? Offenbar schon. Alter. Ich war auf einem Konzert, ja. Ja, deswegen. Letzte Woche. Und es war wirklich, um das jetzt hier in den letzten Minuten nochmal zu sagen, es war wirklich, ich würde sagen, es ist in den Top 5 Konzerten, bei denen ich jemals war, weil das einfach, das sind ja auch nur zwei Leute, manchmal holen sie sich halt noch den Schlagzeuger auf die Bühne, aber die meisten Lieder spielen sie zu zweit, und was da für eine Soundkulisse entsteht aus zwei Leuten, das ist ja bei White Stripes auch schon so, das ist super geil. Es ist nicht ganz so White Stripes, mega 11 von 10, aber die habe ich auch noch nie persönlich live gesehen.
Aber die haben auch so dieses, dass die auf der Bühne so ein bisschen bumsen. Obwohl die, glaube ich, nicht zusammen sind, sondern auch nie was zusammen hatten, glaube ich, weiß ich nicht. Ich bin in der Lore nicht drin, ist mir scheißegal. Bei Jack und Mac White, die waren halt mal verheiratet, da weißt du, da lief was. Und wenn die sich angucken, Alter, wenn das da so knistert, Alter, das ist einfach insane. Aber dieser Sound, den die machen, zusammen mit der Bühnenshow und mit dem fucking, mit ihrem, Didgeridoo und so dazwischen, das ist, als würdest du irgendwie einen Exorzismus dir angucken. Das ist so geil, die Lichtshow dazu. Mega. Cool, warum nicht? Und die kommen aus Österreich, das magst du doch. Oh, da kommt sogar aus Wien. Gute Musik her. Mhm. Wie zum Beispiel. Das nächste Mal zwinge ich dich mitzugehen. Ich komme gerne mit. Die waren auch günstig, es war irgendwie 24 Euro oder so. Das pisse ich jeden Morgen. Ja. Geil. ich tue rein von der Band Remote Bondage. Den Song So gerne hässlich, ein sehr witziger, feministischer Song, der ernsten Hintergrund hat, nämlich geht es da so ein bisschen um Belästigung an Frauen. Und der Refrain ist halt, ich war noch nie so gerne hässlich, damit du mich nicht belästigst. Finde ich. Ricarda Lang. Ist ein guter Song. Kein Kommentar dazu. Eieiei. Oh, dafür distanziere ich mich. Ich mich auch. Es hat sich einfach zu sehr angeboten nach der Diskussion. Ey, ich möchte ein letztes Mal betonen, jeder darf bitte aussehen, wie man möchte. Man muss das natürlich nicht gut finden oder irgendwie attraktiv, aber jeder hat das Recht dazu. Man kann seine Präferenzen haben. Und ich finde es auch blöd, dass die Menschheit so funktioniert, aber es ist halt leider so. Und deswegen habe ich so ein bisschen diesen Standpunkt versucht. Man kann Präferenzen haben. Das kenne ich auch von Grindr. Das ist ja auch so eine Online-Dating-Plattform. Da gibt es halt so Typen, die schreiben offensiv rein, keine Asiaten, keine Araber, keine Dicken und so, nur muskulöse, wo ich mir denke, die Präferenz kannst du ja haben, dass du eher so auf Menschen stehst, die irgendwie weiß sind und so durchtrainiert, aber musst du das denn so reinschreiben in dein Profil, das ist doch einfach verletzend. Weißt du, wie anerkannt es ist, dass Frauen in ihr Profil schreiben, kein unter 1,75 Meter oder sowas? 1,80. 1,80. Ist auch nicht anerkannt, genauso bescheuert. Ich habe es extra gemacht, dass ich noch im Spektrum bin, wenn ich 1,78 bin. Das ist genauso bescheuert. Natürlich, ich finde das noch dümmer, aber es ist viel anerkannter, als wenn jemand sagt, ich stehe nicht auf Dicke. Ich muss aber auch sagen, dass irgendwie Größe nochmal einen anderen Stellenwert hat als Gewicht und als irgendwie Araber sein. Naja, ich glaube nicht, dass kleine Menschen jetzt so diskriminiert werden, wie Menschen, die irgendwie kräftiger sind. Keiner sagt, ob zu Christian das der klein der ist. Ja, weiß ich nicht, ist der klein? Also Beispiel. In ihren Tinder-Profilen hat, glaube ich, fast keiner drinstehen, ich will keine Dicken. Oder? Na, das ist ja nicht wichtig, weil du es ja sehen kannst auf dem ja, okay, gut. Bei Grindr könnte ich ja alle anschreiben, weißt du? Da bist du ja wie auf dem Markt, jeder kann dich sehen, dich anschreiben. Und die wollten gleich ausschließen, dass das alte, dicke, schwarze Araber dich anschreiben und schreiben das eben rein. Das finde ich halt bescheuert. Ja. Einfach nicht antworten oder einfach nur kurz schreiben. Aber das sind auch alles Sachen, die man nicht verändern kann. Das Alter, die Herkunft, die Größe, das sind Sachen, die du nicht verändern kannst. Und ich weiß, das ist die große Fettshaming-Episode, aber das Gewicht kann man theoretisch verändern. Naja, ist aber nicht immer so einfach. Ja, es ist nicht so einfach, aber einfacher als zu wachsen oder zu schrumpfen, oder? Weiß ich nicht. Also, ich bin noch nie geschrumpft. Keine Ahnung, ich war schon immer so klein. Naja, gut. Ricarda, ich habe nichts gegen dich. Mach dein Ding. Ich habe Respekt für ihre Arbeit so und für das, was sie durchgehalten hat. Aber ja, ist okay, zurückzutreten. Und vielleicht geht es ja mit einem frischen Wind geht's wieder nach aufwärts. Hm. Braucht es vielleicht auch. Na gut. Jetzt müssen sie einen einstellen, die noch kräftiger als Ricarda Lang ist. Und jemanden einstellen, der noch... Ich kenne den anderen überhaupt nicht. Hater würden sagen, die Partei hat Ricarda Lang wie Sisyphos den Berg hochgeschoben. Das wird nicht besser, glaube ich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.